zusammen. Hallo. Wir sind jetzt hier in Hunswinkel und wollen die Westroute des Bigelisterwegs in Angriff nehmen. Der Bigelisterweg hat ungefähr 46 Kilometer, wenn man ihn komplett läuft. Der ist aufgeteilt in drei Routen. Die Südroute, die Nordroute und die Westroute. Die sind jeweils mit sogenannten Sprangen, das sind Verbindungswege, verbunden, sodass man sich in drei Teile aufteilen kann. Und wir machen heute die Westroute, das ist die kürzeste. Die hat ungefähr 16 Kilometer und 325 Höhenmeter. Und wir starten ab hier in Hunswinkel. Man kann natürlich an jeder anderen Stelle auch starten, aber im Wanderatlas ist es halt so beschrieben und deswegen starten wir hier. Bis viel Spaß. Gleich. Viel Spaß. An unserem kleinen Elektrozwerg angekommen und eigentlich hätten wir jetzt 16 Kilometer, aber wir haben mal 9 extra gemacht, weil es uns so gut gefallen hat. Es war so schön, verlaufen uns mal ein bisschen. Ja, okay, aber auf dem Video wird das alles rausgeschnitten sein. Nicht verraten. Also für die Wanderer, es ist eine wunderschöne Strecke mit sehr vielen Bänken zwischendurch, wo man sich ausruhen kann. Die Strecke lohnt sich wirklich zu wandern, also probiert's mal aus, es macht Spaß. Genau, Rucksack auf und los. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.